Hallo zum Sportermontag mit Tennis aus der zweiten Bundesliga. Da empfing der TV Reutlingen am Samstag den Aufsteiger, das Team Ladiwal TC Bad Vilbel. Der TVR legte ja mit 4 Siegen in den ersten 4 Partien einen Traumstart in die Saison hin. Dem 19:0 Kantersieg zum Auftakt in Würzburg folgte ein 6:3 im ersten Heimspiel gegen Aufsteiger TC Ismaning. Dann setzten sich die Jungs von Trainer Marek Kimla knapp mit 5:4 bei der Frankfurter Eintracht durch und ließen 2 Tage später einen 7:2 Erfolg beim TC Schießgraben Augsburg folgen. Die logische Folge: mit 8:0 Punkten grüßen Tim Handel und Co. von der Tabellenspitze. Bevor wir zu den ersten Einzelnen kommen, haben wir noch 3 Stimmen zum Super-Saisonstart. Wir haben 4 Spiele, 4 Siege, jetzt dieser Traumstart beim TVR. Ihr habt es erwähnt, auch vor der Saison mit den jungen Spielern und so weiter. Das hat einfach, das passt richtig gut und läuft halt. Genau, also Klassenerhalt haben wir schon. Deshalb wir schauen mal jetzt von Spiel zu Spiel. Also ist noch nicht vorbei, aber schauen wir mal nach dem Spieltag. Was macht euch denn so stark gerade auch als Mannschaft im Moment? Also wir spielen einfach alle gerade ziemlich gut und wir verstehen uns super. Deswegen, ja, jeder unterstützt den anderen und ja, es macht viel Spaß, mit so einem Team zu spielen, weil sich wirklich jeder mit dem anderen super versteht. Und ich glaube, das ist auch, ja, was uns dann so stark macht. Also der Schritt hier zurück in deine Heimat war schon richtig, oder? Kann man jetzt schon nach der Hälfte der Saison sagen, jetzt was die Liga angeht? Ja, auf jeden Fall. Ja, bis jetzt läuft es natürlich super und macht riesig viel Spaß, hier zu spielen. Also war auf jeden Fall der richtige Schritt, ja. Stark, es wird immer geschrieben auch, oder man hört davon, Teamgeist und so mit den jungen deutschen Spielern, er kennt euch und so, und auch mit dem Trainer, das passt. Also sind so ein bisschen die Attribute. Klar, auf dem Platz muss natürlich auch die Leistung stimmen, logisch. Ja, natürlich. Also ich kenne Tim, Noah schon ewig, und Peter kenne ich auch schon von früher, von Turnieren. Das verbindet dann schon, wenn man einfach auch die Spieler so zusammen kennt. Wir trainieren unter der Woche zusammen, wir gehen zusammen essen und dann unterstützen wir natürlich auch. Und das merkt man dann auch in den einzelnen Phasen vom Match, und das ist einfach gut. Die Gäste aus Hessen reisten übrigens mit 2:4 Punkten an. Wir legen los mit der Partie zwischen dem Tschechen Marek Jalowiec und Hendrik Jebens. Alle TVR-Cracks erkennen sie in Rot-Schwarz. Jebens konnte den ersten Satz mit 6:2 für sich entscheiden. Jalowiec am Netz und dann der Volley mit der Netzkante. Dennoch lag er dann auch im zweiten Satz mit 4:5 zurück. Der Passierball von Jebens sitzt. Dann der erste Matchball. Ja, und dann war schon Schluss. Marek Jalowiec unterliegt Hendrik Jebens mit 2:6 und 4:6. Bad Vilbel geht also beim Spitzenreiter mit 1:0 in Führung. Parallel dazu spielte Paul Wörner gegen Tim Büttner. Da lief es besser. Wörner holte sich den ersten Durchgang mit 6:4. Im zweiten Satz lief es dann aber nicht mehr rund. Da hatte er mit 2:6 am Ende das Nachsehen. Die Entscheidung musste also im sogenannten Match-Tiebreak des dritten Satzes fallen. Da wird dann bis 10 gespielt. Hier ist Wörner am Netz erfolgreich. Und wenig später gleich nochmal. Jetzt lief es wieder deutlich besser für den 26-Jährigen. Die Vorhand passt. Jo, das war das 8:4. Und kurz danach dann Matchball Wörner.
Der Return von Büttner zu Lang. Paul Werner gewinnt den Match-Tiebreak mit 10:6 und sorgte damit für den 1:1 Ausgleich. 9 Teams spielen ja in der zweiten Bundesliga in der Südstaffel. Der Meister steigt auf am Ende. Der TVR hat ja auch schon mal erstklassig gespielt. Soweit ist es natürlich noch lange nicht. Jetzt ist erstmal Paul Werner bei uns am Mikrofon. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg im Match-Tiebreak. Kurz zum Spiel. Erstes hat es gewonnen, zweite ging deutlich weg. Wie warst du insgesamt zufrieden? Ja, erstmal gut, dass ich natürlich gewonnen habe fürs Team. Ist ein wichtiger Punkt. Wir lagen jetzt 0-1 hinten. Das habe ich natürlich auf dem Nebenplatz mitbekommen. Mit meinem Spiel war ich nicht ganz so zufrieden. Erster Satz war ganz gut vom Kampf her. Und zweiter Satz habe ich dann am Anfang ein bisschen Intensität von beiden verloren. Dann hat er natürlich besser gespielt, aber das darf mir in dem Sinn jetzt nicht so passieren. Was jetzt gut war, dass ich im Match-Tiebreak das dann wieder umgebogen habe und da war ich dann der bessere Spieler wieder. Der Match-Tiebreak hilft dann auch so ein bisschen die Unterstützung da, der Applaus von den Rängen bei einem Heimspiel? Natürlich, das ist jetzt unser zweites Heimspiel hier. Bisher haben wir jetzt alles gewonnen. Ist schön, dass viele Zuschauer da sind. Das bringt dann nochmal extra Motivation, dass man hier gewinnen möchte. Und natürlich im Match-Tiebreak hat mir das dann natürlich auch geholfen. Das Team spielt hinten noch, dann kommen noch 3-1 zu den 3-Doppel. Wie würdest du heute den Gegner einschätzen noch und deine Kollegen? Was geht heute? Wird das eine enge Kiste oder packt ihr das mit dem 5. Saisonsieg? Natürlich, die Gegner haben jetzt noch mal ein bisschen aufgerüstet. Die sind besser gekommen als die Wochen zuvor, weil bei denen geht es jetzt gerade um Abstieg. Die Liga ist ganz jetzt sehr ausgeglichen. Wir haben jetzt 4-mal gewonnen, da können wir uns echt glücklich schätzen, weil es hätte auch 1-2 Mal anders laufen können, dass wir verlieren. Und darum denke ich heute auch wieder so eine 50-50-Begegnung. Es sind 1-2 Punkte ein bisschen offen und dann sieht man hoffentlich uns als Sieger wieder am Ende. Die TVR Sport GmbH und der Tennisverein Reutlingen bedanken sich bei ihren Sponsoren und Förderern für die Saison 2023. So, und dann schauen wir auf den Center Court. Da bekam es Tim Handel mit dem Spanier Alberto Barroso Campos zu tun. Handel ist ja Reutlinger und spielt nun auch für Reutlingen. Mit dem TC Weinheim spielte der 26-Jährige vor Jahren ja schon mal hier. In dieser Saison ist Handel richtig gut unterwegs. Die Partie nun gegen Barroso Campos sollte dies vorweg richtig spannend werden. Wir sind noch im ersten Satz. Ass Handel. Es ging dann in den Tiebreak, Punkt Handel. Und da hatte Handel dann am Ende mit 7:6 die Nase vorn. Dieser Punkt geht wieder an den Reutlinger. Auch der zweite Durchgang verlief mega spannend, lässiger Stopp des Spaniers. Der zweite Schmetterball führt dann zum Punkt. Und auch das war stark gespielt. Und ein Ass noch hinterher. Dennoch ging der zweite Satz mit 7:6 an Barroso Campos. Ergo, auch hier fällt die Entscheidung im Match-Tiebreak. Klasse Stoppball des Reutlingers.
Chapeau. Ebenso stark von Barroso Campos. Beide schenkten sich nichts. Es blieb eine enge Kiste. Klasse Return von Handel. Ja, und das bedeutete dann auch Matchball für Team Handel. Da war aber nichts zu machen. Barroso Campos wehrte den ersten Matchball ab. Starker Aufschlag dann von Handel und dann spielt es der Lokalmatador klasse. Tim Handel gewinnt mit 7:6, 6:7 und 10:8 und bringt damit seine Farben mit 2:1 in Front. Ja, Tim, Glückwunsch zum Sieg. Das war eine richtig enge Kiste, oder? Da war alles dabei. Ja, danke. War sehr, sehr viele Ups, Up and Downs gab es im Match. 0-3 bin ich gestartet und dann 5-3 und dann wieder 7-6. Also ja, war immer gute Phasen, aber dann auch wieder schlechte Phasen. Aber er hat natürlich auch sehr, sehr solide gespielt. Deswegen war es ja ein sehr enges Match. So, Match-Fabrik helfen da dann auch hier ein bisschen die Fans, die Unterstützung auf eigener Anlage schon ein Tick, oder? Ja, auf jeden Fall. Es macht natürlich viel mehr Spaß und ja, gerade im Match-Fabrik, wenn dann so viele Leute einen unterstützen, dann ja, gibt es auch nochmal extra Energie und dann macht es ja viel mehr Spaß. Wie geht es jetzt bei dir weiter? Ich fahre jetzt heute Abend noch zum Challenger-Turnier nach Zug in die Schweiz und da spiele ich dann morgen Qualifikation. Das war eine richtig enge Kiste. Okay, also viel enger geht nicht mehr, glaube ich. Also für die Zuschauer war ein sensationelles Spiel. Also das war echt, also für uns, für die Stimmung ist unfassbar, ja. Also war sehr, sehr eng, also viel enger geht nicht mehr. Wie würdest du es heute einschätzen, ist noch da? Die ersten Einzel sind durch, Doppel kommen natürlich auch noch. Ja, also die hoffen auf 4-2. Also 4-2 wäre schon eine bessere Ausgangsposition. Die haben den Henrik Jebens, der steht Top 100 im Doppel. Das natürlich macht die Doppelaufstellung ein bisschen schwieriger, wenn man zwei Doppel braucht. Deshalb, die hoffen auf 4-2 und dann bessere Ausgangsposition. Wie gesagt, also keine Garantie, aber auch bessere Ausgangsposition. Peter Torebko baute die Führung durch einen 6:2, 2:6 und 10:5 Sieg gegen Niklas Schell aus. Noah Schlagenhauf musste ebenfalls über drei Sätze gehen und unterlag Calvin Müller mit 6:1, 4:6 und 5:10. Das Spitzeneinzel ging dann ebenfalls verloren. Bei seinem Debüt im TVR-Dress musste sich der Brasilianer José Oscar Gutierrez dem Kroaten Mili Policzak mit 1:6 und 4:6 deutlich geschlagen geben. Bevor wir zu den Ergebnissen der Doppel kommen, noch ein kurzer Ausblick auf das nächste Wochenende. Da geht es dann am Freitag gegen Ludwigshafen und am Sonntag gegen den TC Augsburg Siebentisch. Zwei absolute Top-Teams. Dann gucken wir noch kurz aufs nächste Wochenende. Da habt ihr hier zwei schöne Heimgegner vor der Brust, Freitag und Sonntag. Da dürfen ruhig noch ein paar mehr kommen. Also das wird eine richtig tolle Geschichte, oder? Ende Juli. Ja, vor allem am Freitag gegen Ludwigshafen. Ich glaube, die sind auch bisher das einzige Team, die ungeschlagen sind. Deswegen, ja, vor allem da wird es richtig eng. Aber Sonntag Augsburg wahrscheinlich auch das zweitbeste Team. Deswegen, ja, wird es ein wichtiges Wochenende. Da kommen noch zwei richtig attraktive Mannschaften. Heute sind schon viele Zuschauer da, also da wird es nochmal richtig heiß hergehen. Ja, also ich finde es heute ist sehr gute Stimmung, also finde ich super. Die Jungs sind happy, wenn die Leute uns unterstützen. Ich bin auch happy und natürlich, wir genießen das auch. Kurzer Ausblick noch aufs nächste Wochenende. Da habt ihr zwei Hochkaräter, Freitag, Sonntag. Da kannst du noch ein bisschen trommeln, da kracht es dann richtig, oder? Ja, darum wollen wir heute auch gern gewinnen, dass wir da als Spitzenreiter in das Wochenende reingehen und dann hoffentlich halt für viele Zuschauer hier zwei schöne Heimspielen gegen Zweiter und Dritter. Da freuen wir uns natürlich drauf. Okay, dann hoffen wir, dass es heute klappt und wünschen alles Gute dann auch noch fürs Doppel und ja, Glückwunsch nochmal zum Sieg im Einzel, Paul. Vielen Dank. Dankeschön, danke.
Nun, das klappte dann leider nicht. Handel Jalowiec hatten gegen Policzak Jebens mit 6:1, 3:6 und 8:10 das Nachsehen. Gutierrez Schlagenhauf zogen gegen das Duo Barroso Campos Schell mit 6:7 und 4:6 den kürzeren. Torebko Werner behielten gegen Müller Bündner mit 6:4 und 6:4 die Oberhand. Somit gewinnt der TC Bad Vilbel etwas überraschend mit 5:4 in Reutlingen und brachte dem TVR damit die erste Saisonniederlage bei. Weiter geht's dann also am Freitag mit der Partie gegen Ludwigshafen. Die Pfälzer konnten das Topspiel gegen Augsburg gewinnen und fegten am Sonntag den TC Wolfsburg mit 9:0 vom Platz. 10:0 Punkte hat Ludwigshafen damit auf dem Konto. Der TVR und Augsburg haben nun jeweils 8:2 Punkte. Das war's vom Sport. Ihnen einen schönen Start in die Woche.